Der österreichische Biologe Karl Landsteiner entdeckte im Jahr 1901 das AB0-Blutgruppensystem und erhielt dafür 1930 den Nobelpreis für Medizin. 1940 identifizierte Landsteiner ein spezifisches Protein auf der Zellmembran roter Blutzellen, den Rhesusfaktor. Blutgruppe und Rhesusfaktor, beide werden von den Eltern auf ihre Kinder vererbt. Das schauen wir uns im Detail an. Zuerst die Blutgruppen. Zur Ausprägung der Blutgruppe eines Menschen stehen insgesamt drei Allele zur Verfügung. Landsteiner benannte sie mit A, B und 0. Es gibt prinzipiell zwei Wege, auf denen eine Krankheit an die nächste Generation vererbt werden kann. Von autosomaler Vererbung sprechen wir, wenn die Krankheit über die normalen homologen Chromosomen, die Autosomen, läuft. Gonosomale Erbkrankheiten dagegen werden über eines der beiden Geschlechtschromosomen weitergegeben. Das sehen wir uns einmal genauer an, und zwar am Beispiel des Familienstammbaums unseres Küchenchefs Geni. Bei uns gelten nämlich die gleichen Vererbungsregeln wie bei Menschen. Hier sehen wir über drei Generationen das regelmäßige Auftauchen der rätselhaften Rotohrkrankheit. Eine menschliche Zelle in der Interphase. Im Zellkern herrscht scheinbar wildes Durcheinander. Aber trotz dieses Chromosomenwirrwarrs kommt die genetische Information normalerweise nicht durcheinander. Sie steuert zuverlässig den Stoffwechsel aller Zellen im Körper. Und auch die Zellteilungen, die tagtäglich millionenfach im menschlichen Körper stattfinden, laufen mit der Präzision eines Uhrwerks ab. Normalerweise. Aber bei aller Präzision des Lebens, es gibt leider auch Ausnahmen. Es kommt ab und zu Fehlfunktionen. Folgenschwere Veränderungen des Erbguts können durch sogenannte Verteilungsfehler während der Meiose eintreten. Betrachten wir das jetzt nur an einem Chromosomenpaar und lassen wir das Keimzellengeschlecht einmal außer Acht. Tja, Geni, heute ist dann wieder das Thema Nachwuchs dran. Übrigens, wie geht's denn deiner Freundin so? Ich glaube, ich muss jetzt mal ernsthaft mit Genate reden. Wir wissen nicht genau, was Geni mit seiner angebeteten Genate besprechen möchte, aber in der menschlichen Genetik, bei Fortpflanzung und Familienforschung, ist zweifelsohne das Phänomen Zwillinge besonders interessant. Wir konzentrieren uns heute auf zwei Fragen. Erstens, wie entstehen Zwillinge? Und zweitens, wie groß sind die Parallelen in der späteren Entwicklung von eineiigen Zwillingen? Ist sie stärker von den Genen oder eher von der Umwelt geprägt?